Diese Episode wird präsentiert von kollektiv.org. So, die kleine Backup-Kamera ist fertig. Ich frage mich auch immer, wer das überhaupt macht, was das alles soll. Tja. Ich meine, irgendjemand muss es ja machen. Irgendjemand macht es, ganz eindeutig. Aber warum? Das ist die große Frage. Guck mal, dort ist ein klassischer Windschaden im Feld. Nee, das ist ein multidimensionales Gebilde. Du bist einfach zu blöd, das zu erkennen. Eine Frage, habt ihr eure Seitenaufnahme schon gemacht, die ihr vorhin machen wolltet? Over. Ja, der wollte noch mal einen Schuss von hinten machen. Wir bleiben rechts, ihr fahrt links und Matze filmen von hinten. Okay, Roger. Machen Menschen Kornkreise, weil es Kornkreise gibt? Oder gibt es Kornkreise, weil Menschen die alle machen? Oder gibt es Aliens, die Menschen dazu bringen, Kornkreise zu machen, damit Menschen an Aliens glauben? Das ist bis jetzt die allerlogischste Erklärung. Ja, genau. Sind wir tatsächlich allein im Universum? Seit mehr als 50 Jahren fahnden Astrophysiker nach intelligentem Leben. Beim Projekt SETI, der Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, analysieren die Forscher mit Radioteleskopen die elektromagnetischen Wellen aus dem All, in der Hoffnung, intelligente Botschaften zu entdecken. Bislang schauten sie dabei aber nur in die Röhre. 1974 schickte der Astrophysiker Frank Drake selbst eine Nachricht ins All, vom damals größten Radioteleskop der Welt. Die Botschaft verschlüsselte in einem Binärcode alles, was ET von uns wissen sollte. Unsere chemische Zusammensetzung, unser Aussehen und wo unser Planet zu finden ist. Eine geniale Idee. Doch die Außerirdischen wollten einfach nicht zurückfunken. Doch dann wurde 2001 in England eine Formation entdeckt, die dem Original zum Verwechseln ähnlich sah. Eine Binärbotschaft im Feld, direkt neben einem Radioteleskop. Mehr noch, in der Botschaft im Feld waren bestimmte Elemente der ursprünglichen Nachricht abgewandelt worden. Statt der menschlichen Doppelstrang-DNA war eine Dreifach-DNA hinzugefügt worden. Vom Erscheinungsbild der Absender ganz zu schweigen. War das die ersehnte Antwort, auf die Frank Drake und seine Kollegen jahrzehntelang gewartet hatten? Sein SETI-Institut hat gesagt, ja, das ist doch alles viel zu anthropozentrisch, humanozentrisch gedacht. Warum sollten denn die Aliens genauso aussehen wie wir? Da gibt es doch so viele unterschiedliche Formen und Farben und so weiter. Das ist alles viel zu menschlich gedacht. Das kann unmöglich von Außerirdischen sein. Aber genau das ist ja zu menschlich gedacht. Ja, eben. If you had come to Earth to deliver a message, you would have gone to the door of the radio telescope and knocked on the door and given them one of your books or something. You wouldn't have gone out in a cornfield and spent a great deal of effort cutting down stalks of corn. Right, but how do you know? I mean, you know, how do you know how the aliens think, you know? Well, I what I do know is that they're intelligent. Yeah. Because they somehow got to Earth, if this is really from an alien. And they will know better than to try to communicate with humans in this ridiculous way. Also das ist mir zu einfach. Ja. Das kann einfach niemand behaupten, weil das niemand beweisen kann.
Natürlich kann auch niemand wirklich das Gegenteil beweisen. Vielleicht können wir mal bei einem Farmer drehen, wenn der Touristen schießt. Sie versuchen, in sein Feld einzudringen. Das ist ja gefährlich, ne? Da ist ja 2009, sind solche Leute beschossen worden. Nicht getroffen worden, Gott sei Dank, aber beschossen worden vom Farmer. Kann ich aber auch verstehen. Ne? Ich meine, du hast da dein Feld, du musst da deine jährliche Ernte einbringen und dann kommen irgendwelche Witzbolde und treten irgendwas in dein Feld oder es kommen irgendwelche Aliens und wollen ihre wichtigen Botschaften an die Menschheit verkünden und das machst du dich gleich mal, oh, du bist geblitzt worden. Wie schnell war denn hier? Ist hier 80 oder was? Hier ist wahrscheinlich, ja, also ich habe keine Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen eigentlich. Naja, gut, das sind 35 Euro. Mal zwei. Mal zwei, sagt Frank. Also, das brauchen die anderen ja auch. Nehmen wir den 648. Ihr werdet gescannt, ihr drückt dann auf Confirm und dann auf 6.48 Uhr. Okay. Schon irgendwie abgespaced, oder? So ein Zug, mit dem du irgendwie, wie viel Kilometer, 30 Kilometer unter dem Kanal durchfährst? Nee, das ist länger. Das ist, wenn du eine Dreiviertelstunde fährst und das sind nur 30 Kilometer, das ist schon mehr auf jeden Fall. Erster Eindruck? Groß ist er. Ich schätze mal so, kommt wohl an die 100 Meter ran. Es hat 6, 7 Außenarme. Sicherlich jetzt nachher nicht maßstabsgetreu. And I can tell you that for sure. It was not here yesterday. It happened overnight. And not last night was raining. This woman who lives up in the B&B, who runs a B&B out there, they've actually walked down here. It wasn't here at 5:30 in the morning. So this must have been done sometime after at 5:30 in the morning today. So langlich, ja? Das ist doch irre. Und manchmal ist es wirklich so, dass es fast fest ist. Ich probiere mal. Ob man das. Das ist wie eine Mauer. Guck mal, das ist ganz steif. Und das alles innerhalb von ein paar Sekunden. Unglaublich. Sir, excuse me. Excuse me. I guess you're the neighbor to this field, right? I am. Over there. How long have you been living here? In this house, about 12 years. Yeah, 12 years. You have a first floor and a second floor, right? We have, yes, attic floor, where the children live, yes. Yeah. This is a field where formations appear regularly, right? Yes. And have you ever seen anybody? Never. In all the years that we've lived here, we've never seen anyone. That these things that can be so big that it might actually take quite a few people. And quite a few people would have to park locally. This is a very busy road, even at 2 o'clock in the morning, but nobody, and then, well, remarkable. You know, how long would it take? How many people might there be? How they'd do it without lights? And you just sort of accept the idea that it's somebody who's exceptionally clever, who's very, very good mathematically, who must spend the rest of the year actually working out how to do it. So who do you suspect, or what do you suspect is behind it? Clever people, or, well, I don't know. I have absolutely no idea. Just some very, very clever people. Very strange. Yes, very. Es gibt, neue Kreise. Wie sieht denn das aus? Kann ich das mal sehen?
Es ist Swindon auf jeden Fall. Also hier manchmal ein Punkt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo er genau liegt. Scheiße, der lädt hier nicht runter. Er würde mir hier anzeigen, wo der genau liegt, weil dieser nearest Postcode ist halt nicht wirklich cool. Das könnte, ja, irgendwie hatten wir gerade eben Netz, um halt... Super schnell sogar. Jetzt geht's? Nee, voll. Wir hatten gerade Netz und jetzt haben wir auf einmal kein Netz mehr und das bringt uns ein bisschen in die Bredouille, weil wir nämlich den Kornkreis nicht finden. Den wir gerade eben gesehen haben, der jetzt aber wieder weg ist aufgrund von fehlendem Roaming-Netz. Also England ist richtig scheiße. Nicht hierher kommen, wenn ihr Internet-Addicted seid. Was ist denn das hier? Das ist Avebury. The Holy Stone Circle of Avebury. So. Das sind irgendwelche Steinkreise. Also ich wäre jetzt hier für einen Flug noch zu haben. Na dann, darum geht's doch jetzt. Ja, ich möchte gerne auf den Hügel da oben stehen, okay, und von dort aus starten. Ah, na dann gehen wir auf den Hügel hoch. Und auf dem Weg dahin kannst du mir mal ganz genau erklären, was das hier ist. Das ist ein Videoempfänger, fertig. Nimmst du alle die Akkus mit? Achtung, hier liegt überall Kabel. Also nee, gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Es ist nicht nur einfach ein Videoempfänger, es ist der Videoempfänger. Es ist nämlich ein Diversity-Empfänger. Ohne dieses Ding würde ich das Videosignal nicht empfangen, das hier im Kopter gesendet wird. What's your step, sage ich nur. Und weil es Diversity ist, habe ich da eine besonders hohe Reichweite. Weil die zwei Antennen, weißt du, die ergänzen sich. Wir haben die Info, hier hinten wäre ein Kornkreis und das müssen wir jetzt mal überprüfen. Ja. Wie weit kannst du denn fliegen eigentlich mit dem Ding? Oh, zu weit. Also ich getraue mich jetzt erstmal so 200, 300, 400 Meter. Kommt immer ein bisschen auf den Wind drauf an. Ich hoffe, es wird nicht zu weit, nicht, dass wir hier über den nächsten Hügel hinaus müssen. Also Umberto ist so ein Italiener, den wir vorhin gesehen haben. Und den haben wir gerade hier nochmal getroffen. Und der hat gesagt, dass hinter diesem Hügel dort noch eine Formation ist. Ja gut, das ist zu weit. Definitiv zu weit. Ist das zu weit? Ja. Es ist mir zu gewagt. Also das würde ich jetzt aufgrund der Sicherheit nicht machen. Also folgendes Szenario. Ich fliege mit dem Kopter zum Hügel, finde es übelst geil. Alles fetzt total. Und auf einmal irgendwas macht Bums. Und der Kopter kommt außer Kontrolle und fliegt einfach los, irgendwo ins Kornfeld hinein. Dann fange ich dann an, hier zu suchen und das Kornfeld ist mir zu groß zum Suchen. Was machen die Steine dort? Das weißt du nicht, das sind Hinkelsteine. Hinkel? Der Obelix dahingestellt. Ja, Obelix, komm, dann lass uns hier, wir wollten ja eigentlich eine Autofahrszene hier drehen, fällt mir gerade wieder ein. Ja, genau. Los geht's. Ist an? Ja. Ist an, es nimmt auf. Wir machen jetzt mal auf gut Glück. Ist auch mal wichtig. Ja, der macht der Schalter immer so ein bisschen zu früh rum. Leider. Ja.
Einwandfrei, hat geklappt. Einwandfrei. This sends a live video feed to the control monitor. I gathered that because we're watching for that. If you stand in the field, you see nothing. Or for flying cams, it's beautiful. It's very, it's very beautiful. It doesn't matter if it's man-made or not. It's art anyway. Our first crop circle documentary was the title was News World Order. So we don't know. Maybe it's the land, the mysterious landscape, the white horses, the Celtics, and so on. Or just all hoaxes live here. We don't know. But we've talked to scientists and they've measured like scientific anomalies, like radiation. They had radiation readings inside the crop circles, and also on the physical structure of the plants, you can see that there are some strange anomalies. And this was, yeah. Nice to meet you, folks. Very nice. Yeah, nice to meet you too. Thank you. Thank you. In case we'll meet aliens, we'll let you know. Bye bye. Thank you. Bye bye. Aber der Mann war ein typischer Skeptiker, ne? Also, der war nett. Aber als ich versucht habe, ihm zu erklären, warum ich halt, obwohl ich skeptisch auch an die Kornkreise rangehe, denke, dass es eben doch welche gibt, die echt sind. Dass es von diesen Anomalien und so weiter und den Wachstumsknoten, der hat mich unterbrochen, hat gesagt, das ist kognitive Dissonanz, heißt das. Das passt nicht in dein Weltbild, das ist von vornherein Quatsch. Das brichst du schon ab, bevor du, das willst du gar nicht hören. Macht doch alles komplizierter. Und ich meine, ich bin ja jemand, der an Aliens glaubt, ja. Aber ich sag nicht, die sind von Aliens gemacht. Where are you guys from? Germany. Okay. Yeah. I'm from around here, but I've been studying in Bristol, doing embedded stuff. Yeah. So okay. Like Linux and stuff like that. And I'm just really interested. You know, it's like I saw you guys and I was like, gotta go and talk to them. And, I've seen a lot of compelling evidence to show that there's definitely some crop circles which are made by men, and there's some which are inexplicable. Sure. And sure. The evidence goes to suggest glowing balls of light. And the big mystery is why. Why? Yeah, why? Like, and how? So it's another good one. But we just try to find out. Do you know some circle makers? I know of some. I know guys who sort of like say, oh yeah, we just went and made a crop circle. But not personally. No, I don't actually know them there. But you're in the right place for it. Okay. Yeah. Sure. I see your one with the crop circle. They came back with the message. Yeah, it's impressive. So sorry, we have to leave. Yeah, not at all. It's really good. We're out of time. So they're coming from Germany. You know, we just have to look left when we cross the street. So okay, now. Nice, good to meet you guys. Okay. Have a good trip. Mein Englisch ist besser als ich dachte. Ja, aber hallo. Wusstest du eigentlich, dass das hier, Wiltshire, dass das die größte oder zweitgrößte landwirtschaftliche Nutzfläche in Großbritannien ist? Nee, das wusste ich nicht. Also von hier müsste man eigentlich einen guten Überblick haben. Und ich habe eine 30-fach Zoom-Kamera. So, pass auf. Jetzt kriegen wir die Aufnahmen. Sag, schrei, wenn du irgendwas siehst. Ja. Ich sehe gar nichts. Was ist denn das da hinten? Warte, siehst du das? Ist das ein... Das ist doch... Oder ist das ein... Stell mal scharf. Ja, warte. Nee, das ist nichts. Ja, nee, guck, siehst du das? Das sieht doch nicht so symmetrisch aus. Ja, nee, also ich sehe nichts. Das kannst du ja nicht einfach losziehen und auf gut Glück gucken irgendwie. Es ist doch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen hier, nach dem Kornkreis. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten ins Silent Circle fahren. Silent Circle?
So, ich gebe mal die Adresse ein. Yatesbury. Das ist jedenfalls dahinter, ne? Genau, das ist auf jeden Fall schon. Hi there. Excuse me. Hi, I'm Robert. Hi, Nikki. Hi, Nikki. We're making documentary. So this is your new premises, right? Yes, it is. Yeah, I like it. We've been here for 3 years now. Yeah, great. I'm sorry, sorry, sorry. I'm so sorry. Ich habe den Ton nicht umgestellt. Oh, okay, okay. He forgot to. Okay. So we'll just do it again, okay? Komm mal Mikro an. 1, 2, 1, 2. Der Unterschied zwischen hell und dunkel ist hier total krass. Eigentlich müsste ich hier anfangen. Okay. Hi there. Hi, I'm Robert. Hi, Nikki. Nice to meet you too. We're making a documentary actually, and we were told that you could bring us up to date about everything concerning crop circles. Yeah? This is a map basically, and we just got all the crop circles in the local area on the map. We haven't had any new ones today. No new ones today. But this is the latest one. Uh-huh. So what we do is we number all the pins, and then you can just have a look on our website. And these numbers here correspond to the numbers on the pins. So you can have a look through them. So the 43 would be this one? Yes, that's right. What do you think of it? I think it's beautiful. It's lovely having the poppies in the field as well. It's stunning. But unfortunately, the farmer really doesn't want anyone on that going into that formation, so. Well, thanks for bringing us up to date, Nikki. No worries. Thanks. No worries. Bye-bye. Bye. Also uns wurde vorhin gesagt, das sieht aus wie so ein Vitamin-A-Molekül. Ja, also in die Richtung geht es wohl schon, aber was ich gesehen habe, ist, dass das jetzt nicht deckungsgleich ist. Und da ist man beim Molekül natürlich dann schnell bei einem anderen Molekül. Das stimmt, gibt es ja viele. Wenn da nur eine weitere Verbindung da ist. Ja. Also das müsste man nochmal eingehend da untersuchen. Ja, wollen wir mal. Du gehst vor. Oh, oder mit. Ist ja kein Problem. Ich meine, was soll er machen? Außer uns rausschmeißen.